Gerade im anderen Saal, der war so, ja, schäckig, gemütlicher, so nervös. Wo bin ich in den Saal gehe ich? Alter Vater, fast wie ein Monum. Ja, super. Also das ist nämlich geil. Je mehr Leute drin sind, desto geiler ist natürlich die Stimmung. Ich hoffe, der Film gefällt euch. Mein erster Kinofilm. Es ist ein Film, ja, also es ist nicht jetzt Bühne, ne? Dass er denkt, oh, ich stehe live Programm. Es ist ein Film, also man muss auch mal zuhören. Ne? Aber von mir aus lacht durch, also weil wir haben jetzt hier so viele Lacher schon erlebt. Bei manchen haben wir zugeguckt, in Köln auf jeden Fall, Premiere, aber da waren teilweise Leute dabei, da habe ich gedacht, also nichts gegen Heidelberg, aber das war High Society, manche. Doch, ehrlich, so manche, die lachen manchmal so. So wirklich, und vor allem, die lachen ja immer so, High Society. Also ich weiß nicht, ob der Heidelberger, der ist ja Köln, der ist heute gar nicht gut drauf. Hoffenheim hat 6-0 gewonnen gegen Köln. Ja, aber weißt du, was noch schlimmer ist? Wir waren auch noch da. Ja, ja. So, willst du Kölle oben sehen, musst du die Tabelle drehen. Ja, genau. Ist einfach. Ja, auf jeden Fall, was wollte ich sagen, genau in Köln waren wir auf Premiere und haben so wirklich so gelacht. Und die heiße Seite, die Leute lachen ja wirklich so. Wer hat die Witze verstanden? Oder sie sind im Theater und es ist ganz leise und sie müssen pupsen. Pupslach habe ich auch schon gehabt. Leute, ihr glaubt nicht, was ich alles erlebt, aber das war live, das war nett. Da war die Frau ungefähr da gesessen. Also ich gucke jetzt die Theater, was sie sitzt. Wer weiß, aber dass sie sitzt halt jetzt hier. Es wäre geil, wenn sie jetzt noch einen drauflegen. Ich hab gedacht, ja, und auf jeden Fall die ganze Zeit, während ich die Show mache, mach die ganze Zeit so. Ich habe echt überlegt, wie machst du keinen Gag? Die ganze Zeit. Und dann kam auch ein Wind vorbei, es hat überhaupt nicht gebrochen. Er ist schon nach so deutsche Albaner. Ein Albaner hier. Ja, drauf geschissen. Komm, Späßle gemacht. Nachher voll das Messer. Und dann gucke ich die Frau an und sehe, dass sie wirklich so da ist. Ach Gott, sie lache ja so. Und sie so, was soll ich machen? Entschuldigung. Ja, ich lache wie ein Schwein, das wissen ja einige. Als Schwein zu lachen ist auch pervers, ne? Vor allem wenn man Türk ist. Mehr Integration geht nicht. Also mehr kennen. Oder was war, wo war das? War das ja auch in Köln? Da, gerade oben. Was ist da? Da oben, die hat so gelacht, so. Ach, die Hand! Bitte mach das nicht. Hand weg, jetzt sehe ich's. Ja. Nee, weil der Kollege neben dran, der denkt, man lacht so, oder kotzt du gleich. Das ist die Hand beim Lachen. Das ist ganz wichtig. Oder erotisches Lachen, gab's auch schon. Die Frau hat, also auch wenn jetzt Kinder da sind, aber ich sage gut ruf hier. Die hat gestöhnt und dann gelacht. Das ist pervers. Immer so. Und das ist der ganze Abend. Irgendwann haben die Leute mehr über sie gelacht als über den Film. Verstehst du? Die haben nichts mehr verstanden. Die hat nur gestöhnt. Jetzt machen alle Männer, die hier sind, wenn du mit so einer Frau zusammen bist, oder? Weißt du auch, dann kommt sie gleich und lacht sich aus. Ich merke schon, ihr seid gut drauf. Aber wie gesagt, was richtig krank wäre, ich mache 2 Stunden Programm und ihr geht. Der Film hat gar nicht angefangen. Weißt du, ihr geht. Das ist sehr krank, oder? Das war so 3D-mäßig. Ich hab mich so angespuckt, ich hab's alles. Also ihr seid echt gut drauf. Aber jetzt ganz kurz für den Lehrer im Publikum, weil ein Lehrer unter euch wird sich sagen, ich möchte wissen, was ist die Botschaft von diesem Film? Und danach möchte ich einen Stuhlkreis bilden. So, also. Leute, der Film ist nichts für Kritiker. Sag ich ganz ehrlich, also nicht so einer, der auf Dreisatz steht und Arte, der wird wahrscheinlich enttäuscht sein. Es ist aber trotzdem, sind Botschaften in diesem Film, und zwar halt spielerisch, ne? Das auch für Kinder verständlich ist. Zum einen geht es um Freundschaft in dem Film, das ist ganz wichtig, dass man wieder mal ein bisschen besser miteinander umgeht und weiß, was es heißt, wenn man mal einen Freund hat. Dann geht es, ja, Schäkel? Ja. Und dann geht es, ja, danke. Das ist ganz wichtig. Und dann geht es natürlich auch für die jüngeren Leute unter euch, die sagen, ah, ich habe Träume, ich habe Ziele, manche sagen, Träume. Aber das ist wirklich wichtig,
dass man wieder an was glaubt, ne? Und das gibt natürlich Hindernisse im Leben, das ist ja auch ganz normal, aber der Film motiviert vielleicht den einen oder anderen doch, vielleicht Abitur zu schaffen. Und Mensch, scheiß drauf. Im Leben kommt es manchmal auf was ganz, aber wenn's glaubt ihr dran und es motiviert vielleicht einen zu sagen, hey, ich will trotzdem den Weg gehen. Und es gibt noch die wichtigste Botschaft in dem Film ist, finde ich, wir brauchen gerade in der heutigen Zeit, wir brauchen keine Nazis. Keine Nazis. Ja. Und, Dankeschön. Und da werdet ihr wahrscheinlich richtig lachen. Es ist auch nicht schlimm. Ich bin ja gleich auch nicht da, aber wenn ich. Wenn dann das Wort Kanake im Film fällt, hey, das ist okay. Ja, lacht ruhig drüber. Und für die Kinder, wo sind jetzt eigentlich die Kinder heute? Sind die Kinder? Ja. Du bist ja. Du schon, bist mal, schon mal da. Aber wer ist das Jüngste? Wer ist der Bub, wie alt bist du? Neun. Neun. Und wer ist noch jünger? Wer glaubt, noch jünger zu sein als neun? Wer glaubt? Guck mal her. Her, weißt, so ein Bär, volle Kuppe. So auf dem Kopf ist er jünger. Meldet sich so. Guck mal, aber es ist geil, ne? Das ist halt neunjährig, sind ja in der anderen Zahl waren auch voll jung und letztes Mal sogar sechs, siebenjährige. Das ist halt, das ist uns meine Region. Es ist Niggers, wollen die sagen sich, scheiß dich drauf. FSK 12. 9 Jahre, du gehst mit. Aber Mama, nee, du gehst mit. Ich zahle doch kein Babysitter-Ticket, das bin ich ja. Das ist richtig. Das, genau, und das ist das was, Einzige, was mich an dieser Kinotour ärgert, dass die Leute immer mal fragen, ich darf mal auch nicht. Was heißt ärgert? Mich ärgert es nur, dass es FSK 12 ist, weil der Film ist eigentlich FSK, würde ich mal sagen, wo man es gut versteht, 7, 8. Aber es gibt es dann nicht. Entweder gibt es 6 oder 12. Ich bin immer für 6. Aber das ist es. Wisst ihr, was ich meine? Also man kann ruhig mit den Kindern reingehen. Und wenn es euch gefallen hat, wenn euch jemand sagt, hey, der Film, das war echt für einen deutschen Comedy-Film, muss ich sagen, ich hab eins zweimal gut gelacht. Hoffentlich mehr. Nee, aber wenn euch ein Film gefallen hat, dann bitte redet es weiter, sprecht. Das ist Kino lebt immer von Mundpropaganda, also das ist das Wichtigste. Und wenn ihr euch gefallen hat, dann könnt ihr mir das heute Nacht auch schreiben, dann kann ich gut schlafen. Und wenn es euch nicht gefallen hat, halt die Gosch, nichts sagen. Okay? Ist es ein Deal? Komm, ja. Wollen wir uns den Neunjährigen? Also genau, den Neunjährigen. Muss jetzt mal. Wie heißt du? Wie heißt du? Florian. Florian. Florian, komm mal nach vorne. Du kriegst was geschenkt. Florian, aber gut, ruf mit 9, ja? Was? Hallo, Florian? Geht's dir gut? Ja. Ist deine Mama da? Ja. Ja, kenn ich. Aber komm nach der Mutter. Jetzt mal so. Zumindest mal von der hohen Farbe. Ich hab extra ein Foto gemacht, damit ich weiß, wie du irgendwo nicht so wie aussiehst. Pass auf. Nein, pass auf. Der Vater ist auch da, gell? Der Offizielle. Und dann ist alles so. Wahrscheinlich voll der Albaner, aber ich mach mich fertig hinterher. Nein, also. Ich bin aber auch schon bei dir auf der Bühne. Ja? Oh. Wo ist sie? Ja, ach so, liebe Schwester. Ich weiß. Aber die kommt nach mir. Jetzt pass auf. Pass mal auf. Du bekommst jetzt was geschenkt. Genau. Von uns. Und zwar, guck mal hier. Guck mal, haben wir vier Dinger? Oder was Christian, haben wir noch? Wie viel hast du noch? Wie viel haben wir noch? Vier? Vier, wunderbar, das passt doch super. Also, das sind vier Freikarte. Ja. Vier Freikarte, Kino-Freikarte. Mit Popcorn und Tralala. Ist das cool? Ja. Ja. Ah, das war lieb. Danke, das ist gut. Weißt du, warum ich so glücklich gerade bin? Weil ich habe letztens aber auch einen Neunjährigen, der kam auf die Bühne und hat gesagt, will ich Freikarte? Sagt er, nee, lieber Playstation. Aber der ist noch dankbar. Viel Spaß und genieß den Film. Und ne, dann, wenn er gefallen hat oder wenn du es nicht verstanden hast, oder wenn du es verstanden hast, sagt der Eltern, ich will nochmal neu. So okay? Viel Spaß, ja? Nochmal ein großer Applaus. Super. Jetzt machen wir ein Foto, ne? Ich glaube, wir machen einen. Hat noch jemand eine Frage an Bülent? Ach ja, Frage. Karlsruhe sehen wir uns sehr. Das war eine schöne Frage. Wir sehen uns in Karlsruhe. Ja. Neckarsulm. So, sehr gut. Isabel, genau. Ja, die Frau, Frage die hier. So macht. Ja.
ist aber in der Mitte. Ja. Kannst du es? Oh, super, so viel kann ich ja. Das Schlimme ist, aber ich habe nicht so türkisch wirklich. Meine Mutter ist Deutsch, sie hat gesagt, bei uns wird morgen mal Dialekt gesprochen, türkisch versteht gestern. Aber ich kann ein bisschen. Aber kannst du gut? Nein, Portugiesisch. Ach, so Flüchtlinge haben wir auch schon hier. Immerhin Europameister. Das ist das, das Ding, die lachen auch mal über sowas. In Wachigkeit? An dieses Skal habe ich schon nie gehört. Ich bin voll integriert. Ich integriere mich heute auch bei dir, verstehst du? Aber Portugies und Türk, was kommt da raus? Albaner oder was? Aber wisst ihr was, ich muss euch mal sagen, komm, hier sind ja, aber die Kinder da sind. Ich habe mal letztens auch gesagt, hat jemand eine Frage, da kommt so ein Teenager-Bub. Denke ich, okay, der wird ein bisschen ausständig sein, die Frage. Nix, wieso ist er vorgestellt? Vor alle Leute. Bülent, wie viel Gummis brauchst du für deinen Pferdeschwanz? Vor alle Leute kommt der Bülent. Wie alt war der? 15? Locker. Ja. Wie viel Gummis? 2 brauchst du. Schutz. Sicher, hat jemand noch eine Frage? Wo ist denn der Ali? Da! Da! Der Alligator! Der spielt auch kurz mit so kleinen Roller da, der Ali. Ali hopp! So, warte mal, der junge Mann, der so jung sein will, vom. Hier? Ja? Ja. Woo! Ja, ich höre Metal. Tool höre ich gern. Ja, Tool, kennst du? Ja. Jetzt für alle Mettler, die hier sind, jetzt werdet ihr sagen, ey, geil! Da muss ich ein bisschen vor. Leute, es ist ein Comedy-Film, ne? Also das heißt, für die Heavy-Metaler, die sagen sich, das ist doch nicht Heavy-Metal, das ist eine Mischung von Helene Fischer und Metallica. Ne, es ist Rock, aber es ist jetzt nicht Heavy, also weil ich wollte ja einen Comedy-Film machen und ich glaube, wenn ich richtig Sepultura rein in den Film mitlaufe, dann habe ich gesagt, okay, ich gehe lieber Brunze. Also gell, an alle Heavy-Metaler, also es ist Rock, aber nicht so brutal, was jetzt vielleicht erwartet. So. Ja, ich habe noch zwei Sachen. Das eine ist sozusagen Ali, ne, der trägt jetzt eine Brille. Das ist neu, deswegen haben ihn viele, glaube ich, nicht erkannt. Wer folgt denn dem Ali schon auf Instagram? Kann ich das mal kurz sehen? Ah, das sind zu wenige. Ne? Der Ali ist sehr schnell, kann ich jedem sagen. Der ist, und bitte folgt dem Alligator, heißt er ja, auf Instagram. Alligator. Gegenprobe, wer folgt denn Bülent? Wer folgt Bülent? Ja, die anderen schreiben noch mit dem Brief. Flaschenpost. Schicken die rüber. Nein, ich wollte mich mal bedanken beim ganzen Team. Da gehört natürlich der Ali dazu. Da gehören unsere ganzen Christians von unseren Agenturen dazu, die uns begleiten bei der Kinotour. Und natürlich auch ganz besonders bei dir, Bülent. Du spielst eine Tour, ein neues Programm. Du hast den Film gemacht. Und zwar hast du ihn sehr gut gemacht, weil du hast extra Schauspielunterricht genommen. Du hast das wirklich super gemacht. Und das sage nicht nur ich, sondern das sagen auch die Schauspielkollegen. Das ist wirklich super geworden und du gibst dir so viel Mühe, weil dir die Fans so sehr am Herzen liegen und das finde ich ganz toll und deswegen ist das dein Applaus. Vielen Dank. Aber ich muss auch mal sagen, ganz kurz, natürlich erstmal Dank an die Kinobetreiber, das ist nicht selbstverständlich, die sich wirklich Mühe geben und es ist auch nicht heutzutage nicht so einfach, ein Kino einfach voll zu kriegen. Weil es gibt so viele Kinos, die Leute sind gemütlicher Woche oder sind einfach eingeschlafen im Kino. Aber dieser Mann hier, vor allem, natürlich bedanke ich mich auch an Ali und an Sammy, der ist jetzt auch nicht da, ne, der draußen ist der Fahrer, und die ihm auch alles ertragen müssen von mir. Und ich sage, ich habe da, okay, da muss Brunze, kalt raus. Also die machen alles mit. Aber hier, der Thorsten Koch, er denkt wahrscheinlich, hä, wer ist das jetzt? Der macht doch mit Fotos draußen und macht jeden Scheiß mit. Dieser Mann ist der Geschäftsführer von Konstantin Film, Leute. Alter Vater und der Kohle. Aber, aber ohne ihn wäre der Film gar nicht möglich, weil der hat Millionen gekostet. Das ist ja wirklich nicht billig, so ein Kinofilm. Und ohne dich wäre so ein Film nicht möglich gewesen. Und das ganze Team natürlich, das dahinter ist Oliver Bäm natürlich. Deswegen auch ganz großes Dankeschön an dich im Namen von Konstantin Film. Und
Und jetzt würde ich sagen, wir machen ein Foto, oder? Aber ein Video wäre auch geil, denn, weil die sind so geil drauf. Ja, ja, wir machen beides. Habt ihr Lust? Machen wir ein Foto zusammen? Einmal alle aufstehen, bitte. Alle aufstehen. Ich weiß, das ist einfach ein Kino-Sessel, wenn man muss sitzen. Sieht super aus so, ja, das ist wunderbar. Pass auf, ich versuche das jetzt mal. Schauen wir mal, ob wir da oben drauf gehen. Ja, meinst du, das hält mich? Knack, weg. So.